will nicht, dass der Typ stirbt, weil sonst verpasst man am Ende noch eine Konversation. In meiner Nähe bleiben und ich brauche Verstärkung. Ich gebe ihm Deckung. Tick, du bist. Okay, damals jetzt, da kann man es nochmal nachlesen, aber leider. Den Typen da oben habe ich schon getötet. Da ist ein Stern. Kommt da noch einer? Ja, ne? Ja, da kommen noch welche. Haben wir alles? Luke möchte, dass ich diese Stellung halte. Sorry, kann nicht weiter mitkommen. Sie sind meine Ver... diese abgehackten Dialoge immer teilweise, ne? Das ist so ekelhaft. Bewegt sich der Pfeil da? Der Punkt? Nee. Der bleibt dort. Es wäre nochmal geil gewesen, wenn man dieses Tick, du bist nochmal ganz komplett hören würde und ich als Lesen. Ich melde mich wie befohlen. Ja, gut, jetzt haben wir es gehört. Danke. Okay, vielleicht können wir die, den Dialog nochmal triggern gleich, aber auf jeden Fall ist hier ein weißer Stern. Das bedeutet eigentlich, dass es immer eine Magnetkarte ist, ne? So, hat sich austelefoniert. Warum gibt es zwei Magnetkarten? Hä? Lol. Okay, der dürfte jetzt eigentlich nochmal mitkommen, oder? Ja, doch, der kommt nochmal mit. Kann ich das jetzt komplett triggern lassen? Ja, zu dem Time, er kommt super gut mit. Luke möchte, dass ich diese Stellung halte. Sorry, kann nicht weiter mit. Jetzt bist du wieder unterbrochen von irgendwelchen... Warte mal. Ich brauche Verstärkung. Direkt hinter Ihnen, Sir. Kann man diesen Dialog jetzt auch mal triggern, ohne dass er abgebrochen wird? Luke möchte, dass ich diese Stellung halte. Sorry, kann nicht weiter mitkommen. Na gut, dann bleiben Sie. Vielleicht möchte Not ja ein wenig spielen. Ja gut, den Dialog finde ich auch gut. Vielleicht möchte Not ja ein bisschen spielen. Mit Scharfschützengewehr und versuchen, Kugeln zu fangen. Jetzt kommt der Typ auf einmal hier weiter, ne? Obwohl ich nicht darum bitte. Bitte. Sie nähern sich der Hand von Lott. Zerstören Sie sie, um die Verstärkung abzuschneiden. Zerstören Sie die Flarak-Stellung. Dann kann ich Ihnen Verstärkung schicken, die Ihnen dabei hilft, die Hauptkontrollstation zu erreichen. Boah, der Hubschrauber ist fast kaputt. Obwohl, ja, ich glaube, ich muss den eh nicht zerstören. Der kommt sowieso noch früh genug. So, nochmal Sniper-Gewehre. Genau hier, Brüder. Woher weißt du, dass ich einen Bruder habe? Nein, habe ich nicht. Mist. Gute Verstärkung, Jungs. Muss ich schon sagen. Not ist echt gut. Mist. Warte mal. Not ist echt gut koordiniert. Fast zu einfach. Ist aber auch die zweite Mission, ey. Nein! Der hat mal Typ gegriffen. Wo kommt der her? Achso, der kommt hier von da unten her? Der hat meinen Bro gekillt. Der Missgeburt. Dafür habe ich mich gerecht. Ich komme auch unendlich hier, ne? Jetzt siehst du erstmal richtig viel rot da drin, ne? Dann würde ich mal sorgen. Ja, es hört sich auf jeden Fall richtig an. Dieser Breakdance, ey. Der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer ist echt cool eigentlich. Damit kann man die ganzen Gegner zum Tanzen bringen. Verstärkungen sind unterwegs. So. Alter, du hast 5 Millionen Gegner auf dem Radar, ne? Moin!
Gleich kommt doch dieser scheiß Koch, ne? Den kenne ich noch. Warte mal, hier gibt es auch wieder eine Konversation, das weiß ich noch. Auch nicht. Wo denn her? Wo war das denn? War das nicht hier? Können sich ja echt gut anschleichen, ne? Ich frage mich jetzt gerade, wie wird das die getriggert? Ist das schon zu spät? Oder muss man da auf, muss man dorthin, da hinten hin? Warte mal. Jetzt will ich das echt mal gerne wissen. Wie kommt man denn da runter? Wie kommt man denn von der anderen Seite dahin? Scheiße. Ach, hier mit dem Fahrstuhl oder was? Von der Seite? Also Rekruten, 5 weitere holen. Dann meldet ihr euch bei der Waffenkammer. Ist das klar? Lol, jetzt macht er da echt Liegestütze. Ja, gut. Ich danke der GDI. Ich wusste ja, dass das die zur lügen. Ausbildung. Das sieht wie eine GDI-Uniform aus. Ist das irgendein blöder Test? Was, sollte Havoc jetzt nicht was sagen? Ist das irgendwie so ein blöder Test? Oh ja, scheiße, ihr habt mich durchschaut. Hat er nicht irgendwas sowas gesagt? Bitte in den Aufzug, tatsächlich. Scheiße! Aber ich könnte schwören, Havoc hat da irgendwas gesagt. Ist hier tote Hose? Ja, ne? Ja, sieht so aus. Hä? Also so weit, so gut halt, ne? Man konnte das halt bis dahin erstmal gut triggern lassen, aber ich könnte schwören, Havoc hat da nochmal irgendwas Lustiges gesagt. Ja, da hinten sind keine Soldaten mehr, ne? Warte mal, wenn man die Typen jetzt verfolgt, ne? Ich glaube, die landen... Ich glaube, das ist ziemlich krass, ne? Ich glaube, die laufen jetzt tatsächlich bis zur Kirche, oder? Kann das sein? Ich glaube, die bin ich irgendwann mal aus Lux und Laune auch mal verfolgt. Habe ich die. Und dann habe ich mich total überrascht. Das hat mich total überrascht, dass die dann wirklich so einen riesigen Weg haben. So einen riesigen Laufweg. Laufen die jetzt ernsthaft bis zur Kirche? Ich hab den Sammler ganz vergessen zu... Zivilist getötet. Zivilist getötet. Zivilist getötet. Manchmal fragt man sich, welche Leute dieses Spiel programmiert haben. Sollten die nicht eigentlich zur Kirche laufen? Der Nutzsammler erntet das Tiberium für die Raffinerie. Zerstören Sie den Sammler, um die Produktion des Gifters zu verlangsamen. Das probiere ich, aber ich habe leider keine Munition mehr für den Raketenwerfer. Außerdem fährt er sowieso die ganze Zeit nur gegen den Baum. Also, wenn es ein Medicate 2 gegeben hätte...
bald vernichtet. Lol. Siehste, zum Glück komme ich nochmal zurück. Ich habe den Sammler vergessen. Ja, geil. Warum haben die Selbstmord gemacht? War ihr Leben so scheiße? Haben die so viel Grauen gesehen? Die sollten eigentlich hier reinlaufen, nach rechts. So, habe ich das eigentlich noch im Kopf? Haben die so viel Elend gesehen in ihrem Leben, dass sie nicht mehr weiterleben wollten, oder was? Dass sie da ein bisschen suizidgefährdet waren? Also wie die Helikopter hier teilweise rumfliegen, ne? Dass sie hier durch die Schlucht fliegen, so chillig. Respekt an die Piloten. Moin. Oh, das ist gut, dass da Flammenwerfer sind. Ich brauche Munition wieder für den Flammenwerfer. Nein, verpiss dich. Macht voll viel Schaden. So, die kommen sowieso endlich hier. Geile Rüstung wieder voll. Ich benutze weiter das Automatik. Dann gehen wir erstmal weiter runter. Die Zivilisten haben wir gerettet. Moin, ich bin hier. Wie ist der denn da rumgewälzt gerade? Was? Wow, knapp. Mein Arm! Oho, ja, lecker. Und ich schön duschen. Bin ich Vera entwehen? Muss alle. Fäkalien! Muss alles weggesäubert werden. Das ist typisch, weißt du, die Antagonistenseite, die Bösen, die nicht mal die Toilettenspülung benutzen können. Moin! Der gehe ich lieber wieder weg. Wie zerstört euch denn den Kampfbug? Ich habe gar keinen Raketenwerfer mehr. Was ist mit dem Flammenwerfer? Nahkampf? Das ist ja ekelhaft. Nee, da will ich nicht nochmal rein. Da stinkt's. Aus gewissen Gründen. Da kam ich, glaube ich, her. Wie viele Toiletten haben die denn hier? Das soll wahrscheinlich symbolisieren, dass das hier ein Klosettbecken ist und keine Art von Nott. Schöne Bilder haben sie hier. Der Tempel von Nott. Das sind wahrscheinlich alles so Easter Eggs aus dem Tibim-Konflikt. Genau, der Turm da. Hier war ich schon, ne? Genau. Lol, dann wird dieser Dialog gar nicht getriggert, wenn man dort rauskommt. Da muss man tatsächlich dort stehen, damit er getriggert wird. Das ist doch eigentlich auch für den Arsch, ne? Du kannst hier so schnell irgendwelche Konversationen übersehen, vergessen und hast nicht gesehen. Gib mir mal kurz Zugang zur Waffenkammer, danke. Ja, das ist Weihnachten hier. Ciao. Warte mal. Jetzt bin ich fast tot. What the fuck? Die nicht gesagt, Feuer einstellen, Feuer einstellen? Wieso werden mir diese Soldaten hier als neutral angezeigt? Das habe ich nie verstanden, ne? Ist das ein Bug im Spiel? Genau wie der hier? Jetzt schießt er! Jetzt schießen die auf mich? Vorher nicht? What the fuck? Hat er nicht eigentlich auch gesagt, das letzte Mal, als ich über Feuer einstellen, Feuer einstellen? Hat er das nicht geschrien? Interessant, wie gut sie dieses Kampfgebiet hier simuliert haben, ne? Sogar Grillen hört man jetzt zirpen, das ist auch interessant. Da ist man extra in den Wald gegangen, um irgendwelche Grillen zu sammeln, damit man ein richtig schönes Gefühl hat, dass man hier wirklich im Wald kämpft. Das gibt es nur bei Nott. Bei der GDI nicht.
Verhörräume, ne? Hat der gerade auf Englisch gesprochen? Target engaged? Was? War das gerade Englisch? Habe ich da gerade Englisch gehört? Sind das hier Aktenkoffer oder ist das hier ein Krematorium? Also nach diesem Waschbecken zu beurteilen, ist das eher ein Krematorium. Klar, das sind so Krankenbetten, oder? Wo so Leichen reingefahren werden, oder? Das hier ist übrigens, so eine Art, Trankspender. Da holen die Truppen mir mal diese... Kurz mal so einen Becher dran halten. Lass mich verarschen, die kann man nicht zerstören. Und dafür habe ich jetzt eine rote Magnetkarte gebraucht. Wofür? Verstehe ich nicht. Nur, dass ich jetzt hier nur eine Datendisk bekomme. Eine CD-ROM. Früher würde man sagen, wenn man das Spiel spielt, ja, Kinder, das war mal eine CD-ROM. Das gab es damals. Also zu der Zeit, wo es dann gar keine CD-ROMs mehr gibt. Gab es hier nicht mal einen Koch oder sowas? Der mich angegriffen hat? Wo mich dann mein General immer zur Sau gemacht hat, wenn ich ihn dann getötet habe? Oder verwechsel ich das gerade mit einer anderen Hand von Not? Kommt der später? Sollte der nicht hier rumwuseln? Da ist jemand gestorben. Wahrscheinlich von meinen unendlichen Soldaten, die mal wieder spawnen. Ja gut, so viele rote Punkte haben wir ja nicht mehr. Waren wir oben schon? Ich glaube, oh ne, oben waren wir noch nicht, ne? Hallo. Dass sich diese Türen manchmal nicht öffnen, ne? Genau, hier gibt es ja diese schönen Röntgenbilder. Zähne, Beckenbereich, Kopf, Brust, Rückenmark, Hände. Und ich denke immer so, keine Ahnung, ob das tatsächlich stimmt, aber ich sehe hier immer zwei Brüste, ne? Ich glaube, das habe ich beim ersten Let's Play auch schon mal gesagt. Da ist eine Brust und da ist eine Brust. Oder? Das ist doch definitiv so eine, ne? Nippel sieht man doch hier, oder? Jetzt werde ich gestrikt von YouTube wegen Pixelbrüste. Wie zerstöre ich diesen Kampfbuggy? Ich glaube, mit dem Maschinengewehr sollte es auch ganz gut gehen, oder? Ja, doch, geht. Not-Einheit vernichtet. Ich habe sogar noch mehr Munition gehabt. Verdammt! Komm zurück! Ich habe noch was für dich! Okay, da kam nie wieder. Hier fliegt doch mal so ein Carpaccio rum, der fast auch schon fast tot ist oder so. Der nur wirklich nur noch so zwei, drei Balken hat, oder? Irgendwann kriege ich ihn. Irgendwann kriege ich ihn. Wahrscheinlich fliegt da... Kollege, was zum Fuck, wo kommt der her? Was, ein Symbol des ewigen Lebens? Was? Wo kam das? Um die Bruderschaft zu stärken, auf das wir weiterleben und ihren Namen ehren dürfen. Wir erinnern uns auch an unsere Ahnen, die vor uns kamen und uns das Leben schenken. Gesegnet seien diese Namen, denn sie sind unsere Ahnen und unser Blut. Sie können stolz auf sich sein. Im Lauf der Jahre mögen sie selbst in die Geschichte eingehen. In eurem morgendlichen Augenblick der Stille sollt ihr an jene denken, die verloren haben. Voll die Gehirnwäsche, ne? Wahrscheinlich musst du als Notsoldat jeden Tag zwei Stunden daneben stehen und sich den Scheiß anhören. Dann wirst du irgendwann befördert. So sieht so eine ganze, so eine Tagesschicht eines Notsoldaten aus. Ah ja, die Matrix. Das sind meine täglichen E-Mails. Ja, Pornoseiten dort. Die Sabine hat mir eine Nachricht geschickt. Na, ist euch heiß heute? Heil mich mal. Ja, heil mich. Juhu, ja, ich bin gleich wieder voll.
Nein! Lass mal eine Heilquelle in Ruhe. Das ist die Hauptkontrollstation. Zerstören Sie es und wir sind hier fertig. Das hat Logan auch schon zu mir gesagt. Logan Paul. Schade, könnte man was verstecken. Gut, Hauptkontrollstation, das Herzstück des Gebäudes, wie wir erfahren haben. Ciao. Hauptgebäude vernichtet. Einsatzziel sekundär erfolgreich. LOL? Hier gibt's auch nochmal Rüstungspakete? Ich schwöre, das wusste ich gerade wirklich nicht. Habe ich die jemals eingesammelt? Das heißt, es gibt ja sogar zwei in dieser Mission. Wow, also, wow, what the fuck. Kann man Leute, die das Spiel aus dem Kopf die nur 100% wissen, können die mir sagen, in welchen Missionen, wie viele es von was gibt? Mission 5 gibt es 2 von Heilung und 2 Rüstung und Mission 4 gibt es, Mission 6 gibt es sonst was, keine Ahnung. Kurz mal die Scheiben wischen. Irgendwo ist ja noch ein Soldat, wo ist der? Du warst der Letzte, der zu meinen 100% gefehlt hat. So, noch mehr Scharfschützen, noch mehr Sprengstoff, das ist alles gut und schön. Warnung, begrenzte Radarstörung geortet. Sie nähern sich der Nordkommunikationszentrale. Bleiben Sie wachsam. Okay, jetzt habe ich tatsächlich Radar. Und jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich Radar. Jetzt nicht mehr. ja, also schwarze Gebäude passen zu der schwarzen Hand doch viel besser, oder? Also tue ich noch nur einen Gefallen damit, dass ich die ganzen Gebäude zerstöre. Sehen äußerlich viel besser aus. Herr Borg, Sie sollten jetzt in der Nähe des Gefängnisblocks sein. Verwenden Sie den Hauptcomputer im Kommunikationszentrum, um die Tore des Gefängnisblocks zu entriegeln. Sie könnten das Nordkommunikationszentrum zerstören, um den Feind zu behindern. Könnte ich, muss aber nicht. Ja, ja, mach ich gleich. Also jedes Gebäude, was man sieht, muss zerstört werden. Das ist Pflicht. Was? Über den Flakstellung vernichtet. Länder wie Frankreich oder Großbritannien einfach so auszulöschen, wenn es ihnen in den Sinn kommt, ist es kein Wunder, dass das Unsichtlosigkeit bereits gegen sogenannte dritte Weltländer bewiesen. Gegen Länder, die sich nicht wehren konnten. Länder, die sich nicht... Trotz ihrer Versuche, Nord ihre Gräueltaten in die Schuhe zu schieben. Indem sie getarnt gegen ihre eigenen Unterstützer vorgehen, werden sie es nicht schaffen, die Welt für immer zu verändern. Dieser kranken Organisation wollen die absolute Weltherrschaft erringen. Wieso? Ihr habt's doch ganz nett hier. Ihr habt sogar eine riesen Kinoleinwand. Das ist jetzt die GDI hat dieses Dorf zu einem primären Ziel erklärt. Sie haben behauptet, dass die Versuche von Nord, euch zu beschützen, eine Kriegserklärung darstellen. Ich dachte, ihre Kanonenschiffe haben eure Häuser unter Beschuss genommen, um so viele wie möglich von euch zu töten. Das lasse ich, ey. Ich bleibe jetzt hier 5 Parts stehen und dann schauen wir uns die ganze Zeit das an. GDI-Angriffsteams kämpfen sich plündernd durch die Straßen eures Dorfes. Sie töten eure Landsleute, eure Nachbarn und Brüder. Und wer von euch dann noch klar denken kann, der sagt dann bitte Bescheid. GDI benutzt wehrlose Opfer als Laborratten für Versuche mit experimentellen Waffen. Seht, wie dieser GDI-Flammenwerferpanzer das Armenviertel abfackelt. Das waren... Die GDI plant eindeutig, die Regierung der Vereinigten Staaten zu vernichten und durch ihr eigenes Regime zu ersetzen. Das ist der Typ von Feuersturm, Tiberian Sun. Sie haben ihre Ionenkanonensatelliten. Schreckliche Waffen mit unglaublicher Zerstörungskraft über den Rohstoffvorräten dieses Landes in Position gebracht. Da die GDI über die Fähigkeit verfügt, Länder wie Frankreich oder Großbritannien einfach so auszulöschen, wenn es ihnen in den Sinn kommt, ist es kein Wunder, dass das Unsichtlosigkeit bereits gegen sogenannte dritte Weltländer bewiesen. Gegen Länder, die sich nicht wehren. Heil Nord. Ich hasse GDI. Ihre Versuche, Nord ihre Gräueltaten. Schnauze.
Viel angenehmer. Hier könnte ich hoch, oder? Ja, bringt mir das was? Tatsächlich, ich könnte von hier oben so übelst Ninja-mäßig Style ein paar Sachen abwerfen. Warte, ich muss mal kacken. Was war das? Kann man auf Glas drauf eigentlich? Geht das? Ich glaube mal, man bricht sofort ein, oder? Egal, was man macht. Selbst wenn man... Ah, man kann doch auf Glas so drauf. Jetzt weiß ich vielleicht doch, wie man aufs Ramjet-Gewehr bekommen kann. Erst wenn man... Hä? Selbst wenn man springt, geht das nicht? Was? Jetzt komme ich hier nicht mehr... Jetzt komme ich nicht mehr... Lol. Moin, frohe Weihnachten! Ich bringe euch den Sommer, denn mir ist sehr warm. Warte mal, geht das noch? Hä, wieso geht das nicht mehr? Hä, wurde das gepatcht oder was? Normalerweise, wenn man hier so reinschießt, dann macht es immer so ein elektrisches Geräusch. So ein Psst. Es geht übelst auf den Sack, wenn man das länger macht. Das ist voll laut. Ist die Knarre hier gerade vor meinen Augen gespawnt? Heißt das etwa, dass die GDI unsere ganzen Versuchspersonen hat? Kane, mein Herr, vergibt mir. Es wird sich wohl jemand mit größerer Glaubensstärke um die Situation kümmern müssen. Aber Sir, wir... Melden Sie sich in der Verhörzentrale zur Glaubensauffrischung. Ja, mein Gebieter. Glauben Sie... Kommen Sie zur... Verhörzentrale zur Glaubensauffrischung. Was ein Abfuck, Alter. Hauptcomputer. Damit mache ich, glaube ich, das Gefängnis auf, ne? Oder damit entriegel ich irgendwie sowas. Dann muss ich Kellen gleich einen Besuch abstatten. Oh, warte mal. Du sollst mich heilen, du Flasche, dich angreifen. Okay. Finde ich echt nett von diesen Nordingenieuren, dass die mich heilen, ne? Das ist echt, wow. So eine Nettigkeit gibt's selten. Was haben wir hier? Ah, da haben wir den Officer, der nicht mehr so wirklich gut glauben kann. Mach gefälligst den Aufzug zu. Frechheit, weißt du? Bist hier gerade am Reden. Okay, der Aufzug ist mir ein bisschen unheimlich. Da haben wir den Typen, der so langsam nicht mehr richtig klar denken kann. Den geben wir jetzt auch mal eine Glaubensauffrischung. Warte mal. Wo kommt der Dude her? Moin! Warum unterbrichst du mich, GDI-Wicht? Ich hab da was für dich. Ich hab da was für dich. Ich glaube, damit meint Herbock wirklich die Ionenkanone, ne? Wieso unterbrichst du mich, GDI-Wicht? Okay. Nee, warte mal. Bevor ich das ganze Ding jetzt hochjage. Moin! Wenn du zur Glaubensauffrischung willst, zu Kane geht's rechts! Ich kenne sich hier absolut nicht aus, die Leute. Zugriff läuft. Bitte warten. Auf Sendung. Auf Empfang. Datenübermittlung abgeschlossen. Gute Arbeit, Herr Rock. Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für Sie. Drücken Sie den Knopf neben dem Tor, um den Gefängnisblock zu öffnen. Jetzt kann ich das Ding aber hochjagen. Da sollten die Leute aber sich lieber verpissen. Warte mal, die Ionenkanone behalte ich, glaube ich, noch, ne? Die habe ich in der nächsten Mission auch noch, oder? Ich weiß es nicht, aber ich benutze sie lieber, sonst habe ich die nicht mehr. Wenn ich die hier hinpacke, sollte der Typ da hinten eigentlich noch im Leben bleiben. Okay. Junge, ihr macht gleich Bumm, verpiss dich lieber. Ist das so gut, dass ich hier lang gehe? Ja, mach doch mal wieder lang. What the fuck, wo kommen die alle her? Die wollten auch zur Ionenkanonenparty dabei sein, wa? Kann ich ja verstehen, ich meine, so eine Ionenkanone sieht man nicht mal alle Tage. Vor allem die Nottel-Leute nicht. Moin!
du warst der Letzte. So, alles rot, nichts mehr rot da. Alles rote tot. Dann machen wir jetzt mal das Ding hier auf. Ich meine, Kino ist eh vorbei. Hat eh keinen Bock mehr zu labern. Und ich würde mal sagen, dann ist die Mission erfolgreich. Ich sage eh. Yeah! Ja, ein guter Tag. Lieutenant Havoc sind wir jetzt. Wir sind aufgestiegen. Einsatzrang 3. Vorher hatten wir 4, ne? Wieso haben wir jetzt weniger? Sekundärziele. Da haben wir 6 von 6. Das ist perfekt. Level, das bleibt wahrscheinlich auch immer so. Gebäude zerstört 2. Fahrzeuge 18. Okay, die Flakstellung zählt nicht als Gebäude, okay. Benötigte Zeit, 1 Stern. Ja, gut. Durchrushen geht natürlich im Let's Play nicht. Da werden wir wahrscheinlich immer nur 1 Stern haben, weil ich mir natürlich viel Zeit lasse und über jeden Scheiß laber. 124 Feinde getötet. Ja, ich schätze mal Bonusziele 0 von 0. Hä? Was für Bonusziele? Achso, tertiäre Ziele, lilane. Achso, ja, gut. Sekundäre Ziele, das ist was anderes, stimmt. Jetzt erstmal kurz mal gucken, was unser Boss, der Shepard, so sagt dafür, dass wir unser Draufgänger-Einsatz ja mal wieder auch ohne seine Zustimmung erfolgreich abgeschlossen haben.